Kennt ihr Klimaangst? Das ist keine Diagnose, keine psychische Störung, sondern eine natürliche Reaktion auf eine Bedrohung. Und die Bedrohung heißt Klimakrise. Nun gibt es eine neue Generation an KlimaschützerInnen, die auch viel Hass auf sich zieht. Klimaradikaler und Klimaaktivisten, Klimakaoten. Störenfriede, Unruhestifter, es sind tatsächlich Kriminelle. Aber in Wirklichkeit sind es ja Extremisten. Die letzte Generation stört. Überall, ständig und mit immer neuen Aktionen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Du gehst da weg! Mach's mal! Sie blockieren den Verkehr, kleben sich an Gemälde, drehen Pipelines ab, beschmieren Gebäude von Ministerien, Denkmäler und Luxusgeschäfte. Sie ist eine der umstrittensten Protestgruppen, die es gerade in Deutschland gibt. Keine andere Bewegung hat es im letzten Jahr so oft in die Schlagzeilen geschafft. Und kaum eine andere Bewegung hat so polarisiert. Und auch wenn viele Menschen in Deutschland sich fragen, was das soll, machen die Aktivistinnen einfach weiter. So rückt die letzte Generation in den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Darüber, was getan werden muss und was lieber gelassen werden sollte. Und genau in diesen Brennpunkt begeben wir uns für diesen Podcast. Das ist die Reporterin und Moderatorin Daphne Ivana Sagner. Ihr hört den Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute den Podcast Hitze, letzte Generation Close-Up. Wir haben wahrscheinlich alle schon von den Aktionen der letzten Generation gehört. Vielleicht wart ihr auch schon mal selbst von den Protesten betroffen, weil vor euch die Straße blockiert war durch die sogenannten Klimakleber. Die letzte Generation hat aber auch schon Denkmäler beschmiert, in Museen für Unruhe gesorgt. Die Botschaften hinter den Aktionen verstehen viele nicht. Vielleicht deshalb lehnen 3/4 der Deutschen den Protest der letzten Generation ab. Das hat eine Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur ergeben. Der Podcast Hitze, letzte Generation Close-Up, blickt hinter die Kulissen der umstrittenen Klimaaktivismusgruppe. Podcast-Host Daphne Ivana Sagner hat einige Mitglieder über mehrere Monate begleitet. Im Alltag, bei Protestaktionen, zu Gerichtstermin. Sie fragt: Wie ist das, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung gerade versucht, die Welt zu retten und von anderen gleichzeitig als verrückte Endzeitsekte gelabelt wird? Wenn alles um einen herum heiß läuft, die Debatten, die Gemüter und die Reaktion des Staates. Funktioniert das, was die da vorhaben? Und was ist der Preis dafür? Um das herauszufinden, haben Daphne Sagner und ihre Reporterkollegin Celine Weimar-Dittmar nicht nur mit KlimaaktivistInnen selbst gesprochen, sondern auch mit ihren WegbegleiterInnen, mit Fachleuten und mit KritikerInnen der letzten Generation. Eine kritische Stimme könnte euch auch bekannt vorkommen. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv Sie gerade. Ja, sagen Sie, warum? Wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. 4 Grad. Auf Social Media geht dieser Ausschnitt viral. Die einen applaudieren Carla für ihren Auftritt und sagen, dass Markus Lanz sich hier blamiert. Die anderen regen sich zusammen mit Lanz darüber auf, dass Kartoffelbrei auf einem Kunstwerk nichts mit Klimaschutz zu tun hätte. Jetzt, wo dieses kurze Video viral geht, ist sie wieder da. Die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein wichtiges Mittel für die letzte Generation. Ein Mittel zum Zweck, sagt Podcast-Host Daphne Sagner. Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel nach dem Lanz-Auftritt, öffnet Gesprächsräume zur Politik, die der Gruppe sonst verschlossen bleiben würden. In den Monaten nach der Lanz-Geschichte und nach den vielen Straßenblockaden treffen sich mehrere BürgermeisterInnen mit der letzten Generation. Darunter die von Hannover, Tübingen und Marburg. Nach den Treffen stellen sie sich hinter die Forderungen der AktivistInnen. Im Gegenzug beenden diese ihre Straßenblockaden in den jeweiligen Städten. Das sind also ganz konkrete Erfolge. Aber mit der Aufmerksamkeit kommt eben auch Ablehnung, Hass, Kritik. Wegen der vielen emotionalen Reaktionen auf die Proteste geraten die konkreten Forderungen der letzten Generation oft in den Hintergrund. Was sie fordern, ist ein generelles Tempolimit von 100 Kilometern in der Stunde, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein divers besetzter Gesellschaftsrat, der wirksame Klimaschutzmaßnahmen erarbeitet. Aber kommt die letzte Generation ihren Zielen näher? Wird sich der lange Atem auszahlen oder wird die Ablehnung in der Bevölkerung weiter zunehmen?
Videos von wütenden Autofahrern machen die Runde. Sie schlagen die Aktivistinnen, sie zerren sie weg, sie treten nach ihnen. In einem Video sieht man eine blonde junge Frau auf dem Boden sitzen. Sie hat die Hand auf den Asphalt geklebt, als ein Autofahrer drauftritt. Immer wieder. Voller Schmerz beugt sie sich nach vorne. Sie weint. Kurz danach, komplett ruhig, gibt sie ein Statement in die Kamera. Ich sitze hier aber einfach, weil es nicht anders geht, weil ich möchte das, mich schützen, ich möchte meine Familie schützen und ich möchte so viele Menschen, wie es geht, schützen. Weil es nicht anders geht, sagt sie. Da ist eine junge Frau, wahrscheinlich mein Alter, und die setzt sich freiwillig dieser massiven Gewalt aus. Was bedeutet es, wenn man alles aufgibt für eine Sache, für die man so sehr brennt? Wenn man seine Gesundheit, Beziehungen zur Familie und zu FreundInnen aufs Spiel setzt? Wenn man so viel Hass auslöst und abbekommt? Was muss man wirklich opfern, um die Zukunft zu sichern? Und ist es das wert? Der Storytelling-Podcast Hitze, letzte Generation Close-Up, porträtiert die vielleicht umstrittenste Protestbewegung, die es aktuell in Deutschland gibt. Der Anspruch von THZ Media und dem RBB, die den Podcast gemeinsam produzieren, ist ein umfassendes und kritisches Bild der Gruppe zu zeichnen. Dabei lernen wir einzelne AktivistInnen und ihre Beweggründe kennen. Wir hören, wie der Kampf fürs Klima ihr Leben verändert hat. Und wir erfahren mehr über die Strategie, mit der die letzte Generation versucht, die Welt vor dem Hitzetod zu retten. Seit dem 31. August sind die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Podcast-Serie verfügbar. Immer donnerstags erscheinen die vier weiteren Episoden. Das war's für heute vom Podcast-Podcast. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Oder empfehlt uns einem anderen Menschen weiter, der sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Dieser Tipp kam von Caroline Breitschädel, Redaktion Johanna Voss und Doreen Rothmann, Produktion Stanley Baldauf und ich bin Ina Lebetjew. Morgen empfehlen wir euch den Podcast Servus, Grüzi, Hallo. Wir hören uns. Oh.